Bastelzeit und heute soll es um genau das gehen. Die Zeit. Ja, wo kommt denn die Zeit her, wenn ihr wissen wollt, wie spät es ist? Okay, zugegeben, heute vom Smartphone, aber üblicherweise kommt es von Uhren. Das heißt also, ihr habt eventuell eine Armbanduhr oder hier sowas Schönes für an die Wand und da wird die Uhrzeit drauf angezeigt. Heutzutage üblicherweise Radio Control, das heißt also mit Funkuhr. Oder wenn ihr eine Netzwerkanbindung habt per NTP oder ähnlichem Zeitprotokoll. Das heißt also auch euer Handy bekommt von einer zentralen Stelle die richtige Uhrzeit. Das hat einen großen Vorteil. Alle Uhren, die diese Referenz benutzen, gehen ungefähr Pi mal Daumen gleich. Das heißt, wenn ich auf meine Armbanduhr gucke, ist da dieselbe Uhrzeit wie auf der Wanduhr. Früher sah das Ganze allerdings etwas anders aus. Die Uhren waren ein bisschen größer und vor allen Dingen ein bisschen nerviger. Hier so eine Uhr, wenn man die damals hatte, dann musste man die regelmäßig aufziehen, musste eventuell hier die Uhrzeit richtig einstellen und dann ist es zwar gelaufen, konnte aber auch wieder aus dem Takt laufen und naja, gut, sind wir ehrlich, man ist dann meistens hingegangen, hat abends, wenn die Tagesschau kam, das Ding auf 8 Uhr gedreht und dann passte das schon, wenn man das alle paar Wochen mal gemacht hat. Ist bei einer Uhr jetzt nicht so ein Problem, was aber, wenn man viele Uhren hat? Denkt zum Beispiel mal an eine Fabrik, wo irgendwie alle zur selben Zeit was machen sollen. Oder denkt an zum Beispiel die Bahnsteige und so. Da habt ihr ja auch überall Uhren, große Bahnhofsuhren. Und naja, es wäre eventuell nicht schlecht, wenn die alle im Bahnhof die gleiche Uhrzeit anzeigen würden, oder? Wie gesagt, heute mit Funk oder mit Netzwerk kein Problem. Aber ja, so früher, bevor die Funksender standen, war das durchaus eine kleine Aufgabe, sowas hinzubekommen und in einem kompletten Werk oder bei der Bahn an Bahnhöfen die richtige Uhrzeit anzuzeigen. Und was man da gemacht hat, das ist das Konzept von Mutteruhren und Tochteruhren oder entsprechend Hauptuhr und Zweituhr oder Nebenuhr, wie auch immer man das Ganze nennen will. Das heißt, man hatte eine Uhr, da stellt man die Uhrzeit ein. Dann hat man jede Menge Uhren noch angeschlossen, die zeigen aber selber oder halten selber keine Zeit, sondern bekommen die Zeit von dieser Mutteruhr. Hat den Vorteil, wenn man die Zeit einstellen will, zum Beispiel weil mal wieder Zeitumstellung war, macht man das nur in der Mutteruhr und alle anderen haben die richtige Uhrzeit. Überall im Werk oder überall an allen Bahnsteigen ist dieselbe Uhrzeit und so kann man dann das Ganze halbwegs auf einem Stand halten. Ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Ja, hier kommt jetzt natürlich eine Mutteruhr. Und zwar hat mir Jonas da was zukommen lassen. Der hat bei sich im Keller rumgewühlt und hat dann etwas gefunden. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit diesem Ding hier an. Ist ein bisschen schwer und unhandlich. Das ist eine solche Mutteruhr von der Firma Betzing. War ein relativ großer Player am Markt. Und ja, wenn wir hier gucken, das ist der Typ QHS 3034. Wir sehen schon, das hier ist ein bisschen komplizierter. Wir haben nicht nur eine Uhr, sondern hier unten auch noch irgendwas digital zum Programmieren. Ist ein neueres Modell. Hiermit konnte man nämlich zum Beispiel auch noch so Türschaltungen und solche Späße machen. Das brauchen wir nicht. Uns interessiert jetzt erstmal, was steckt denn hier drin? Wie funktioniert das Ganze? Und glücklicherweise kann man das Ding hier relativ einfach öffnen. Wir sehen, hier kommt schon ein bisschen mehr zum Vorschein. Unter anderem diesen schönen Hebel hier, Stopp, Betrieb und Nachstellen. Und natürlich, man hat jetzt Zugang zu hier diesen ganzen Knöpfen zum Programmieren. Auch die jetzt hier entsprechend machbar. Der obere Teil scheint nur mit hier solchen Rändelschrauben drauf zu sein. Und wenn wir die dann aufklappen, dann sehen wir schon, hui, hier ist ein bisschen was drin. Das erste, was wir sehen können, wir haben hier unten ein paar Schalter nochmal. Piepton zur Netzversorgung, was auch immer, ein paar Kabel hier. Ein komplettes Uhrwerk, was anscheinend tatsächlich irgendwie Dinge tut. Und das hier, das ist tatsächlich auch so eine Nebenuhr. Was das damit auf sich hat, sehen wir gleich. Was wir dann haben, ist hier auf der Seite offenbar ein Netzteil. Mit hier unten diesem Teil, das sieht mir nach einem Akkupack aus, oder? Was sagt's hier? 12 Volt, 0,5 Amperestunden. Okay, das ist nicht viel. Ja, also Akkus, um das Ding auch bei Netzausfall zu versorgen. Wir haben einen Schalter hier, was auch immer der tut. Von dieser Einheit geht es dann aufs Mainboard. Auch hier haben wir nochmal ein paar Akkus, die ein bisschen mitgenommen aussehen. Also auch hier wird versucht, möglichst die Uhr am Laufen zu halten. Naja, ein paar ICs. Ein paar ICs nochmal hier oben. Und wie wir sehen, relativ wenig, sage ich mal, drauf. Da
dafür, dass es eine komplette Uhr ist. Aber wie gesagt, neueres Modell, das heißt, hier brauchte man jetzt auch nicht so viel. Was wir dann noch zusätzlich haben, sind hier 4 Relais. Das ist das, was man hier unten mit wahrscheinlich programmiert. Da kann man wie gesagt sagen, okay, zwischen X-Uhr und Y-Uhr mach hier Strom drauf, zum Beispiel um eine Tür zu öffnen oder so. Jedes von den Relais hat auch noch eine eigene Sicherung, also auch da hat man drauf geachtet. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen das Übliche. Wir gucken mal ein bisschen näher ran und versuchen mal rauszubekommen, was das Ding denn so tatsächlich in der Realität tut. So, dann gehen wir mal ganz grob durch, was wir denn hier so haben und ja, wofür das Ganze ist. Wie schon gesagt, es gibt da Mutteruhr, Tochteruhr. Das hier hinten ist ein Tochteruhrwerk. Die zeichnen sich dadurch aus, dass die üblicherweise jede Minute einfach einen Impuls bekommen. Und dann schalten die entsprechenden Minutenzeiger eins weiter. Haben also selber kein wirkliches Uhrwerk. Das Einzige, was sie machen, ist die Minute weiterdrehen und entsprechend dann auch die Stunde mitnehmen. Die haben dann auch nur 2 Kabel, ein Plus und ein Minus. Das ist dann auch nicht Plus und Minus, sondern die Polarität, die dreht sich um. Das heißt also beim einen Mal, da haben wir auf der einen Seite Minus und auf der anderen Seite Plus. Und wenn wir dann auf die nächste Minute umspringen, dann drehen wir die Polarität um, haben auf der Seite Minus und dann hier Plus. Meistens laufen die mit 12 oder 24 Volt und ja, die müssen wir natürlich dann irgendwie bereitstellen, sodass wir das benutzen können. Was wir schon gesehen haben, das ist, wir haben hier auf der Seite eine Netzteilplatine, hier irgendeine Schaltplatine und dann nochmal das Bedienteil, was wir hier hinten unter dem Teil hier haben. Dabei gibt es dann so ein paar Zuständigkeiten. Die Netzteilplatine, die ist nicht nur Netzteil. Das sieht man auch hier an dem großen Kabel, was hier dazwischen ist. Denn die hier generiert auch diese Impulse für die Sekundäruhrwerke. Wir sehen hier oben Minute, Sekunde. Da scheint es also auch Dinge zu geben. Und wir haben 2 Relais. Damit wird diese Haarbrücke, also dieses Umschalten von der Polarität gemacht. Das ist also wirklich noch elektromechanisch mit Relais. Ich hätte jetzt gedacht, die nutzen sich dann eher schnell ab, vor allen Dingen, wenn wir von Sekunden reden würden, aber offenbar funktioniert die Technik. Das dürfte dann auch erklären, wofür der Schalter ist. Ich gehe mal davon aus, da kann man dann irgendwie zwischen 12 und 24 Volt umstellen oder Polarität oder sowas. Soll uns mal nicht stören. Relativ groß da drauf dann der Trafo und wenn wir da mal von der Seite reingucken, der meldet sich als primär 220 Volt, sekundär 2x18 Volt. Wenn wir das gleich richten und so, dann kommen Pi mal Daumen so bei der 24 raus. Das kommt also hin. Was wir ansonsten noch haben, das ist hier unten einen oder 2 Chips. Das erste, das ist der hier, der MC14093BCP. Das ist ein 2-Input-Quad-NAND mit Schmidt-Trigger. Also wirklich ja, primitivste Logik, sage ich mal. Ich gehe mal davon aus, damit wird irgendwie hier ein bisschen Logik gemacht, dass die Relais keinen Blödsinn bauen. Nicht, dass da was falsch schaltet. Polarität umkehren und solche Späße. Und daneben haben wir den hier. Ja, ICs in der Größe ist meistens ein Optokoppler und so auch hier. Wenn wir gucken, das ist der 4N32 oder 4N33. Müsste ich nochmal gucken. Wie auch immer, es sind Photo-Darlington Optokoppler. Im Prinzip also normaler Optokoppler, nur mit einem Darlington-Transistor im Ausgang. Die können eventuell ein bisschen mehr schalten, eventuell ein bisschen schneller schalten. Wenn wir hier gucken, am Ausgang kann das Ding wohl bis zu 100 mA, was schon relativ viel ist für einen Optokoppler. Mit dabei war ja, wie wir gesehen haben, auch die Batterien. Die sind hier angeschlossen gewesen an dem Netzteil. Und die werden wahrscheinlich wirklich benutzt, um die Uhren weiter zu betreiben bei Stromausfall, sodass da wirklich dieser 24 oder 12 Volt Impuls noch generiert wird über die Akkus und die Uhren dann wirklich weitergehen. Zumindest bis hier die Akkus leer sind. Dann gibt nämlich der hier ein Signal weiter an das Board hier. Und die Logik hier drin weiß dann, okay, die Uhren gehen jetzt nicht mehr weiter. Und dafür ist dann diese Batterie hier. Das ist die sogenannte Gangreserve, schätze ich zumindest, soweit ich das gelesen habe. Das heißt, der merkt sich intern, wie viele Minutenschläge habe ich denn jetzt verpasst während dem Stromausfall, die ich nicht rausgeben konnte. Und wenn der Strom wiederkommt, würde der die Signale nachträglich dann nochmal generieren, um die Uhr schnell wieder vorlaufen zu lassen, die auf dem Gelände sind, sodass die wieder alle richtig gehen. So, Rückseite im Übrigen, das hier sind alles einseitige Platinen.
Da ist nicht wirklich was zu sehen. Ein bisschen dunkel unterm Trafo, okay. Ja, wird halt warm. Wer weiß, wo das Ding im Einsatz war, aber ansonsten nichts zu sehen. So, wir waren schon bei der Hauptplatine, dann machen wir da auch weiter. Im oberen Bereich haben wir ja schon gesagt, da sind die Relais hier, 6 Ampere Maximum pro Kanal. Damit kann man halt alles Mögliche schalten. Zum Beispiel irgendwie eine Tür tagsüber aufstellen oder irgendwie stündlichen Gong laufen lassen. Solche Späße. Was auffällig ist, wir haben sehr viele Transistoren hier um die Relais rum, jeweils 3 Stück. Was mit denen auf sich hat, habe ich jetzt nicht weiter geguckt, aber normalerweise würde es auch wahrscheinlich 1 oder 2 Transistoren tun. Whatever, wird man sich schon irgendwas bei gedacht haben. Hier oben haben wir dann noch Cas und Min. Das wird wahrscheinlich sein, wenn man irgendwie noch mehr Uhren kaskadieren möchte. Auch mit ein bisschen Gedönse untenrum, keine Ahnung, was das alles soll. Optokoppler zum Trennen. Dann kommen wir zu den interessanteren Sachen, oder, naja, nicht wirklich interessanteren Sachen, denn, ja, 40106 BP, wenn wir den nachgucken, Hex-Inverting-Schmidt-Trigger. Okay, es ist wirklich einfach nur extrem simple Logikbausteine, die hier verbaut sind. Also wenn wir gucken, 106, hier haben wir auch nochmal 106, hier haben wir 106, das sind alles nur Inverting-Schmidt-Trigger. Joa, nö. Warum nicht? In der Mitte haben wir dann hier noch den 4093. Den hatte man eben ja auch schon gesehen. Das ist derselbe wie auf der Platine. 4012 wäre dann Dual 4 Input NAND Gates. Was haben wir noch? 4006, das ist nochmal derselbe. Und nochmal der 4093, den haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen. Gut. Was ist sonst noch hier drauf, was uns eventuell auffallen könnte? Nur zum einen, wir haben hier einen eigenen Trafo, das heißt, hier werden 230 Volt reinkommen, über eine Sicherung in den Trafo rein, der spuckt, was spuckt er aus? 10,5 Volt. Die gehen über einen Gleichrichter, wir haben einen Kondensator in der Nähe. Ich denke, da ist nicht viel zu sagen. Wir haben ein Netzteil, oh Wunder, haben dann den ganzen Port, der hier kommuniziert mit der Netzteilplatine. Was eventuell noch ein bisschen auffällig ist, das sind diese Teile hier. Das sind kleine Schiebeschalter, womit man Funktionen der Platine da ein- und ausschalten kann. Das finde ich interessant, habe ich so in der Form noch nicht wirklich gesehen. Hier kann man zum Beispiel die Stromversorgung abschalten. Ich schätze mal mit dem Hintergrund, da kann man Strom drauf geben und kann gucken, ob das Netzteil in Ordnung ist oder ob der Fehler weiter hinten auf der Platine ist. Und so lassen sich dann, wie gesagt, Teile von diesen Dingen hier ein- und ausschalten. Was wir aber auch sehen, hier ist nichts drauf, was irgendwie einen sinnvollen Takt erzeugen könnte. Ich meine, ja klar, wir könnten irgendwie ein paar Kondensatoren und Transistoren und so einen Oszillator bauen, aber der wäre nicht genau genug für eine Uhr, die ja irgendwie ein komplettes Werk oder so steuern soll. Das heißt also, das hier ist tatsächlich nur ein bisschen Logik, ein bisschen Relais schalten, aber das ist nicht unser Taktgenerator. Der muss also nochmal woanders sitzen und so viel haben wir nicht mehr. Geht nur noch hier dieses Kabel zu dieser Fronteinheit, die direkt am Bedienpanel ist. Die habe ich natürlich auch mal rausgebaut. Von hinten sieht die erstmal hier so aus. Da ist nicht viel. Wir haben halt die Kabel, die hin und her gehen. Ein bisschen interessant dabei ist, dass hier die Rückseite, die wir gesehen haben, das ist tatsächlich auch Platinenmaterial und das ist hier mit Ground gelötet. Das heißt, das dient wohl auch als Schirmung. Ich denke, dann sollte relativ klar sein, was sich hier drauf befindet. Hier drauf ist natürlich auch dann unser Quarz und alles. Das heißt, wenn wir hier hingehen und uns das anschauen, ja, da haben wir zumindest mal ein Quarz. Ist eine relativ krumme Frequenz, 4,194304 oder so. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir das mal ein bisschen hoch skalieren, dann wird das irgendwie bei relativ genau einer Sekunde rauskommen. Und das ist ja das, was man haben möchte. Daneben im Übrigen hier dieser Ausschnitt, wo was durchguckt. Ich gehe davon aus, das ist ein Trimkondensator. Mit dem wird man dann in der Lage sein, das Ganze noch fein zu tunen. Wenn das Ding ein bisschen zu schnell läuft, ein bisschen nachgeht, dann kann man da wahrscheinlich die Uhr noch ein bisschen stellen, dass die auch richtig geht. Kein Vertrauen in den Quarz, wie es aussieht. Ansonsten, ja, was wir hier haben, Überraschung, Überraschung. 4060, 74HC75, 4019, 4013, 4024, 4040, 4106. Oh mein Gott, jede Menge Logik.
4060, den haben wir, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Das ist so ein Ripple-Counter, wo wir also wirklich durchzählen. Quad-Bi-Stable, Transparent-Ledges, nochmal irgendwelche End-Or-Select-Gates, Ripple-Counter. Also wirklich die komplette Palette an irgendwelchen Dingen, die Logik machen, haben wir hier. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass da auch so Takt runtergerechnet wird und solche Sachen. Eventuell ein bisschen Logik, um hier die Matrix mit den Tasten abfragen zu können. Und ja, sehr, sehr mehr oder weniger primitive Logik, die hier verwendet wurde. Was doch dann auffällig ist, denn wenn wir mal hier auf die Chips gucken, das hier ist jetzt 88, das ist neuer, als ich gedacht habe, 89. So, von den Sachen, die ich gesehen habe, 88, 89. Was wir dann hier noch haben, ist die eigentliche Logik, der eigentliche Prozessor. Wir haben hier unten, Dead Giveaway, ein EEPROM mit der Programmierspannung. 12,5 Volt braucht man zum Programmieren. Da wird wahrscheinlich das Programm drin sein. Üblicherweise sind das wirklich Sachen, die nicht so schnell wiederbeschrieben werden können. Fürs Wiederbeschreiben dürfte dann der hier da sein, ein Senio-Part. Ich habe ihn nicht wirklich gefunden, aber wird wahrscheinlich irgendeine Art von RAM oder Flash-Speicher oder so sein für die Benutzerinfos. Und gesteuert wird das Ganze von diesem Biest hier. Das ist unser Hauptprozessor. Ein NEC D7514G. Und auch der ist jetzt nicht unbedingt das, was man als Höchstleistungschip holen kann. Denn, wenn wir uns den angucken, das ist ein 4-Bit-Mikrocomputer mit LCD-Controller. Jetzt mal zum Vergleich. Die Arduinos arbeiten mit 8-Bit und die werden als viel zu langsam eigentlich bezeichnet. Das heißt also hier, yikes. Das ist wirklich eine Technologie, die schon lange nicht mehr benutzt wird. Und ich hätte sie jetzt auch nicht in den 90ern eingeordnet. Eher früher, so eventuell 70er Jahre. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, die ersten 8-Bit-Prozessoren, so die Intels, die müssten Mitte der 70er, Anfang bis Mitte der 70er rausgekommen sein. Also 1989, da war dann 8-Bit doch schon sehr gut verfügbar. Aber anscheinend ist man trotzdem hingegangen und hat sich gesagt, hey, 4-Bit reicht, oder es ist wirklich ein älteres Design. Man hat das hier übernommen. Vorteil hier bei dem ist natürlich der integrierte Controller. Damit kann man direkt hier die Bildschirme antreiben. Da braucht man da nichts extra. Aber auch sonst nicht viel drauf. Wir haben halt wirklich diesen 4-Bit-Controller, der irgendwie dann die Menüs da bereitstellt, die Displays schön anzeigt und wahrscheinlich einfach nur wirklich minütlich hier vom Quarz einen Takt rausgibt, um die Uhren weiterzuschalten. Alles keine Raketentechnologie, aber ja, ich will nicht wissen, wie viel das damals gekostet hat. So, fehlt noch eins. Kriegen wir das Ding irgendwie nochmal ins Laufen? Müssen jetzt mal gucken, weil hier dummerweise diese komischen Klemmen drauf sind für Netzversorgung. Aber es steht 220 Volt da drauf. Das klingt auf jeden Fall schon mal richtig. So, ich habe dann jetzt mal hier ein Kabel dran gemacht. Einige würden sagen, das Ding ist zu dünn und falsch. Ich sage, es ist eine Sicherung. Was ich jetzt noch mache, ist gerade hier die Batterien versuchen abzumachen, weil da unten ist auf jeden Fall schon mal was ausgelaufen, wie es aussieht. Den muss ich dann nicht da dran haben. Machen wir die ab. Die hier sind zwar auch ausgelaufen, aber die sind offensichtlich verlötet, so wie das aussieht. Das heißt, die sind nicht so einfach abzumachen. Lassen wir die mal dran und hoffen einfach, dass das schon schief geht. Generell, wenn die Akkus einmal ausgelaufen sind, im Zweifelsfall knallt es die Sicherung. Sicherung im Übrigen 0,16 Ampere, also da ist nicht wirklich was dahinter an Leistung. Sehr klein abgesichert. Sollte schon passen. Dann machen wir das mal zu. Und wie immer, liebe Kinder, gebt freie Nacht. Das hier ist Netzspannung, kann gefährlich bis tödlich sein. Ihr solltet wissen, was ihr tut. Das, was ich hier mache, sind spezielle Leitungen, die dafür auch gedacht sind, sowas extra auszuprobieren. Die sind speziell abgesichert. Bitte nicht einfach hier so Drähte holen und daheim in die Steckdose stecken. Das geht meistens schief. So, wo ist mein Feuerlöscher? Nur so prophylaktisch. Nehmen wir doch den. Eventuell nicht direkt daneben. Dann würde ich sagen, machen wir den Strom mal an und nichts. Okay. Haben wir eine kaputte Sicherung am Eingang? Nö, die sieht eigentlich okay aus, oder? Ja, doch, ich würde sagen, die ist okay. Haben wir hier noch eine kaputte Sicherung? 32 mA. Ja, die Sicherung sieht hinüber aus.
Dann haben wir offenbar hier auf dem Board einen Kurzschluss gehabt. Das kann jetzt natürlich der Akku gewesen sein. Bin ich doch noch genötigt, ihn rauszuholen. Wat mut. Gut, dass sie früher so wartungsfreundlich waren. Alles kann man abstecken und dann halt ein paar Schrauben, um das Ding rauszuholen. Zumindest mal sieht es bisher soweit aus. Und da versteckt sich unten drunter sogar noch ein Piezo. Gut, ich löte mal den Akku ab, denke ich. Oder ich hole erstmal einen Multimeter. Gucken wir mal, was da los ist. Dann schauen wir doch mal, was sagt die Hauptsicherung. Die ist noch okay, also bis zum Netzteil. Das hat funktioniert, so wie das auch aussah. Und dann haben wir noch, last but not least, die ich meinte, die kaputt wäre, die 32. Ja, die ist auch kaputt. Also die Sicherung für hier das Board ist kaputt. Blöde Frage, ist der Akku kurz? Hey, Überraschung, der Akku hat einen Kurzschluss. Oder messen wir Blödsinn, gucken wir nochmal gerade, was der Akku volttechnisch sagt. Oh nee, da ist eine Spannung von 0,77 Volt. Ho, ho, ho. Wie auch immer, der Akku ist definitiv hinüber. Also machen wir den ab. Der läuft nämlich schon so ein bisschen aus. Der TS100 muss dran glauben. Ist zwar jetzt nicht unbedingt für so große Kupferflächen gedacht, aber mit seiner Leistung ist der eigentlich noch halbwegs brauchbar dafür. Schauen wir mal, ob wir den Akku da irgendwie rausbekommen. So. Und kurzer Gegencheck. Nein, kein Kurzschluss mehr feststellbar und die Akkus, ja, eventuell war es auch einfach nur die Spannung, die ihn durcheinander gebracht hat, wie auch immer. Sieht jetzt wahrscheinlich besser aus, ansonsten Rückseite, ich sehe gerade, hier ist noch ein Botch, hey, da hat man Kondensator noch nachträglich dran gefummelt. Da hat wohl was nicht ganz gepasst. Dann suche ich mir mal eine neue Sicherung, vielleicht habe ich noch eine 30 mAh Sicherung, wohl kaum. Okay, ich habe keine 30 mAh Sicherung, das nächste wäre irgendwie so um die 100 mAh. So, dann schauen wir mal, ich bin jetzt einfach hinter den Gleichrichter gegangen. Wir sehen nichts, ist aber auch kein Wunder, wir speisen gerade nur 4 Volt ein. Das hier ist ein, was ist das, 10,9 Volt Ausgang, also wahrscheinlich 12 Volt DC. Also drehen wir mal auf 12 Volt hoch und da kommt was zum Leben. Hooray, eine Anzeige. Dann gucken wir mal. Handschaltung in Modus, Automatik, Kanalwahl, dann ein oder aus. Taste Mode, dann wahlweise 1 bis 9, 1 Automatik, okay. Datum und Uhrzeit einstellen 5, dann probieren wir das mal. Modus 5, Datum. Ist das jetzt, ja, ist das jetzt Monat oder was? Gucken wir mal, 0, 9, 2, 4, nein, das war offensichtlich nicht. Probieren wir das nochmal. 2409. Ist das jetzt ja? Wahrscheinlich. Uhrzeit 21.02 Uhr. Hä? Hey. 2102. Enter. Scheint, dass er es gespeichert hat. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gehen wir mal hier auf Betrieb. Ne, nachstellen. Ah ne, jetzt, verdammt. Jetzt hat er hier unten die Uhrzeit geändert. Ich dachte, das würde den hier ansteuern. Nicht so ganz. Jetzt ist die Frage, wieso geht die hier nicht? Können wir nochmal schauen. Die ist direkt hier angeschlossen. Okay. Was mich jetzt gerade wundert, eigentlich haben wir 21.04 inzwischen. Aber er blinkt, also ich würde sagen, die Sekunden laufen. Das kann jetzt natürlich sein, dass die Uhr einfach... Ah, jetzt hat er aktualisiert. Die Uhr wird gestanden haben, solange ich auf Stopp stehen hatte. Das heißt, nur wenn man auf Betrieb geht, läuft dann das hier weiter. Was mich immer noch so ein bisschen nervt, ist, dass die hier nicht läuft. Das kann sein, dass wir das Kabel dafür brauchen und das Netzteil. Das ist möglich. Was mich halt wundert hier ist NU-Ausgang, Minuten, Sekunden. Ich meine, hey, wir können ja einfach mal das Netzteil anklemmen. What could possibly go wrong? Okay, alles geht aus. Warum? Aus, neu an. Nee, ist auf jeden Fall nicht glücklich, das Ding. Wenn ich ausschalte und einschalte, kommt jetzt nichts mehr auf dem Display. Machen wir das mal weg. Ja, jetzt ist Display wieder da. Also irgendwie der ganze Kram hier scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Und wie gesagt, leider die Nebenuhr nicht. Das wäre halt noch eine schöne Sache gewesen, die am Laufen zu haben. Ich lasse das jetzt einfach mal so an, gucke später nochmal drauf. Vielleicht fängt er sich ja noch. Und mal schauen,
ob wir die hier noch ans Laufen kriegen, weil das sähe halt doch schon noch schön aus. Haha, und man muss nur wollen. 19.43 Uhr, 19.43 Uhr und wenn wir jetzt ein bisschen warten, wir sind gerade kurz vor dem Wechsel, zumindest Pi mal Daumen. 2, 1, tada, die Uhr geht. So, wer jetzt Fake News schreit, ja, okay, okay. Es ist nicht ganz so funktionsfähig, wie man es erst denkt. Ich habe das Ding nicht repariert, ich habe den Fehler so nicht gefunden. Ich bin mir relativ sicher, dass es auf der Netzteilplatine ist, aber so auf den ersten Blick nichts gefunden. Und ehrlich gesagt, ich wollte jetzt irgendwie nur reingucken, aber ich konnte es natürlich nicht so stehen lassen, dass die Uhr nicht geht. Deswegen, ja, ein Arduino, drei Relais, zwei Stück spielen Haarbrücke, die drehen quasi die Polarität um, einmal plus 12 Volt, dann minus 12 Volt und ein Relais macht den Tick jede Minute. Das heißt also, ja, wenn ich jetzt hier sage, okay, Minute ist rum, dann macht er da einmal weiter und wir sind bei 45 und so können wir dann jetzt hier auch sagen, okay, mach mal 4 weiter, 1, 2, 3, 4. Ich habe das Timing jetzt sehr konservativ irgendwie mit einer halben Sekunde, die erwartet, ja, oder so. Prinzipiell kann man so die Uhr natürlich betreiben und naja, das zeigt auch so ein bisschen, dass die Dinger hier ja nicht mehr ganz zeitgemäß sind, denn ja, die Grundfunktion, nämlich Uhren anzusteuern, macht ein Arduino mit drei Relais und ich habe die Befürchtung, das könnte etwas günstiger sein als das Gerät hier. Ja, das hier hat noch Programm dabei. Nur, sind wir ehrlich, das ist auch nur eine Zeitschaltuhr, die irgendwie sehr teuer ist. Das heißt also, machen wir halt noch 4 Relais dran. Der Arduino kann das auch nebenbei erledigen. Und vor allen Dingen, beim Arduino können wir auch noch irgendwie NTP, wenn wir ein ESP haben, dabei machen. Oder GPS oder DCF oder sowas. Das heißt also eine externe Zeitquelle, wohingegen wir hier das Ganze per Hand einstellen müssen. Was eventuell auch nicht so toll ist. Joa, prinzipiell würde ich aber sagen, ist auf jeden Fall mal interessant gewesen, hier in sowas reinzugucken, wie früher diese Uhrentechnik funktioniert hat. Und ja, jetzt habe ich da zwei Fragen mal an euch. Nummer 1, was machen wir hiermit? Variante 1, wir versuchen es zu reparieren, versuchen den Fehler zu finden. Könnte etwas ja, längerfristig werden. Oder Nummer 2, ich baue den Arduino etwas aus. Baue den eventuell so ein, dass wir auch den Schalter benutzen können. Mal gucken, vielleicht können wir das Keypad auch irgendwie abgreifen, dass wir das irgendwie so als Uhr mit Arduino drin benutzen können. Das wäre die Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2, interessiert euch sowas überhaupt? Denn wenn ja, ich habe noch sowas Ähnliches hier rumliegen, dann gucken wir uns das noch irgendwann an. Und ja, danke natürlich nochmal an Jonas, der das hier eingeschickt hatte, der mich da gefragt hat, ob ich damit was anfangen kann. Ja, anfangen ist relativ, aber wir können auf jeden Fall mal reingucken und ich denke, war sehr interessant. Und ja, auch wenn das Ding hier, ich schätze, durch einen Korrosionsschaden oder eventuell durchs Alter das Zeitliche gesegnet hat. Üblicherweise halten die doch etwas länger und ja, man sieht ja zumindest, das Uhrwerk tut auf jeden Fall noch, was es soll.